Hey Leute, ich bin der Bruger und heiße euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ja, wie ihr schon am Titel sehen könnt, es dreht sich um Ju-On the Grudge. Ja, der Fluch auf gut Deutsch. Und ja, es geht wohl auch um den namensgebenden Film, soweit ich jetzt informiert bin, mit diesem verfluchten Haus, in dem eben die Frau und ihr Sohn umgebracht wurden von dem Ehemann. Und ja, das Spiel soll ziemlich krass sein, also von den Schockern her. Ist es wohl richtig übel und genau mein Fall, denke ich mal. Und außerdem brauche ich mal wieder ein bisschen Abwechslung von Amnesia, wie ihr wisst. Naja, das Spiel ist mittlerweile eigentlich recht günstig zu haben auf eBay. eBay sage ich schon, ja. Schleichwerbung. Auf, ja, einer elektronischen Plattform, einer Kaufbörse, sage ich jetzt mal so. Da gibt es das Ding schon für 5 Euro unter anderem, also richtig, richtig günstig. Und nicht nur das, lasst euch überraschen, also... Da gibt es noch einige andere kleine Schätzchen, die ich mir da schon besorgt habe, recht günstig. Also insgesamt habe ich nicht mehr als 30 Euro ausgegeben. Und ein paar richtig geile Spiele. Na gut, auf jeden Fall... Jetzt geht's los mit diesem komischen Geräusch. Oh, das ist so widerlich. Lasst euch überraschen, da kommt noch was in Zukunft in der Richtung. Ah Mann, das ist so widerlich. Dieser japanische Horror, der ist so richtig subtil mit Geistern und allem, aber ich find's sehr geil, ne? Ja, Ju-On the Grudge. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe schon ganz kurz angetestet, hier in der Rundown Factory. Und ich würde sagen, wir machen aber von... Ich weiß gar nicht, ob ich das löschen kann. Ich würde sagen, wir fangen an, Record 2. Ist ja wurscht, ich meine. Ja. Wir nehmen ein Mail, natürlich. Hier können wir unser Sternzeichen auswählen. Ich nehme natürlich Skorpion. Bin ich ja auch wirklich. Und bestätigen das Ganze. Da würde ich sagen, wir fangen an in der Rundown Factory. Ja. Was dort passiert, weiß ich noch nicht so genau. Ich habe mal ein paar Minuten reingeschaut. Ja. Und manchmal leckt das Spiel ein bisschen, aber wundert euch nicht, das liegt nicht an der Konsole. So viel kann ich schon mal sagen. Hust, hust. Mehr sage ich da jetzt nicht zu. Naja. Oh, diese Ivy. Einfach so wegzulaufen. Ich wundere mich, was sie gesehen hat. Diese Fabrik sieht so aus, als wäre sie zuvor nicht benutzt worden. Nun, wenn sie nicht von selbst rauskommt, dann muss ich sie wohl suchen. Ja, es gibt wohl keine deutschen Bildschirmtexte leider, also muss ich immer so ein bisschen übersetzen on the fly. Und erstmal einen Schluck trinken. Denn ich werde mir gleich wieder in den Mund fusselig reden. Oh, das Geräusch. Gänsehaut. Hi. Ja, die Tür ist... Oh, da hängen Haare raus. Seht ihr das? Boah. Das ist ja auch im Film immer so. Immer diese Haare, ne? Pfui. Pfui, pfui, pfui. Ja, ich werde direkt das Kapitel ja durchspielen. Ich habe gesehen, es gibt einige Kapitel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Ist ja auch wurscht. Aber die sollen alle nicht so lang gehen. Also seht das mal so wie eine kurze Custom-Story wie in Amnesia an. Okay. Okay, so kann ich laufen. Und ich kann mich natürlich umschauen. Okay, wenn ich nicht laufe, kann ich mich ein bisschen besser umschauen. Okay, gut. Da würde ich sagen... Da ist der Hund, Ivy. Das kenne ich schon. Ja, ja, okay. Ich gebe es zu, ich habe schon 5 Minuten gespielt. Das kannte ich eben schon. Also die Tür geht jetzt nämlich nicht auf. Das Problem ist übrigens, ihr seht hier unten links in der Anzeige meine Batterie. Wenn die leer ist, dann sterbe ich. Und die Batterie geht verteufelt schnell leer. Das ist schlimmer als in einem Ninja mit dem Öl. Hier liegt auch gleich wieder eine. Die sammle ich mal auf. Eine Batterie. Okay. Kein Problem. Jetzt müssen wir aber einen Schlüssel finden. Ich muss das irgendwie mal ein bisschen sensibler kriegen, da die... keine Ahnung. Okay. Hier hinten liegt nämlich ein Schlüssel. So. Den hole ich mir eben. Ja, man läuft eben sehr langsam, leider. Nimmst du den, bitte? Ja. Man muss eben immer mit der Taschenlampe so ein bisschen drauf fixieren und dann... Naja. So, gut. Dann würde ich sagen, ich gehe einfach mal zurück. Aber einfach mal ist schön gesagt.
Ah, guck mal. Nein. Da rennt er jetzt nämlich hier über die Tische, der Kleine. Der Drecksack da. Oh. Warte, ich mach mich bald nass, das weiß ich, weil das kannte ich jetzt auch noch. Ich sag, wann es klein wird, keine Sorge. Das wird's gleich. Das wird's gleich. So, der Hund ist immer noch da. Und jetzt ist der Hund weg. Warum ist der Hund weg? Das weiß ich nicht. Ah. Ah, das kenne ich doch schon. Warum bin ich da jetzt erschrocken? Es gibt auch solche Quicktime-Events. Werde ich euch jetzt zeigen, dann muss ich schnell hin und her bewegen. Ah! Ah, da kommt sie! Ah, schnell! Okay, hat geklappt. Wenn die Pfeile grün werden, dann schaffe ich's. Wenn sie rot werden, dann habe ich leider versagt. Naja, gut. Ich würde sagen, ich gehe mal durch die Tür. Jetzt ist sie nämlich weg. Und ich darf euch sagen, ab hier ist es blind. Es ist, ja, blind. Oh, da kommen schon Geräusche. Ja, ich darf nicht so lange zögern, das weiß ich, weil ich habe schon gelesen, das Spiel ist sehr knapp mit den Batterien. Was? Oh ne, da kommt doch jetzt hinter was, oder? Da hinter den Gittern. Oh, ich habe Gänsehaut. Ah! Oh, du kleiner Dreckarsch. Oh, Leute, ich habe voll Angst. Okay, ich muss weiter. Ja, man kann, glaube ich, wie gesagt, nur sterben, wenn die Alte kommt. Ich weiß nicht, ob es beim Kind so ist. Oh, Batterie. Ah, ah, ah! Du scheiß Kind! Spare Battery, ja. Was ist das denn? Okay. Oh, da, ich höre die nackten Füße von dem Jungen da rumpatschen. Guck mal, da vorne liegt was. Haha, das hole ich mir jetzt. Man läuft aber auch so langsam, verdammt. Und warum kommen die beiden jetzt eigentlich in der Fabrik? Das frage ich mich nochmal. Das war das doch in dem Haus. Ah! Ja, ein Helm. Das war nur ein Helm. Ist okay. Hahaha, Warehouse Key. Oh Mann. Voll Schiss. Was ist das hier? Ist einfach nur so eine Leuchte, ne? Ja. Macht denn hier so Geräusche, verdammt. Muss da irgendwo eine Tür sein, da hinten geht's rein wahrscheinlich. Ah! Ah! Ach Leute, ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll. Ich hab voll Angst. Wann laufe ich denn so langsam gerade? Hallo? Jetzt manchmal ist es wie eine Zeitlupe hier. Okay. Ich glaube, ich habe gerade aufgeschlossen. Und da ist die erste Batterie schon leer. Verdammt. Verdammt. Oh, komm, bleib weg. Kein Arm. Was? Was ist das für ein komisches Geräusch, sag mal. Okay. Okay. Oh Mann, Leute, das Spiel, das macht mich jetzt schon fertig. Kann ich die aufmachen? Hallo? Hallo? Ne. Okay, die Tür ist zu. Ja, ja. Das ist schön, dass die Tür zu ist. Ich meine, von der Grafik gibt es auch nicht viel. Das sieht aus wie ein Amnesia, so ein bisschen. Da hat was geleuchtet. Hier. Batterie. Haha. Haha, ich bin so gut. Ja, das Licht ist mir so ein bisschen ein Trost, muss ich sagen. Okay, manchmal entgleitet mir so ein bisschen die Taschenlampe, muss ich sagen. Oh, guck mal, da blinkt noch was. Ich gehe mal da unten der, ja, unten durch, ja. Unter der Treppe durch. Oh Mann, Gänsehaut. Ist da was? Nee. Da ist eine Batterie! Ja, tote Ratten! Hä?
Ey, ich habe so viel Batterien mittlerweile. Ah. Ist ja widerlich. Okay, ey Leute, ich rechne jeden Moment damit, dass irgendwas passiert hier. Jeden Moment. Was ist das für ein Geräusch? Das sind die Mücken wahrscheinlich. Das ist ja eklig. Ah. Ein bisschen schneller könntest du die Treppe schon hochsteigen. Ich habe zwar jetzt genug Batterien, aber irgendwie doch nicht so viele, wie ich gerne hätte. Ich weiß gar nicht, sind die Erschrecker eigentlich random? Weil der Anfang, den kannte ich ja schon, die ersten zwei, drei Sachen. Und das war irgendwie nicht random. Das war irgendwie alles geskriptet, meinte ich doch. Ach, da kommt das Geräusch. Ah! Oh! Ich hasse es. Aber ich find's geil. Ich hasse es und find's geil. Ja, ja, ich bin schon krank, ne? Ah, guck mal. Da liegt doch was. Ist das eine Katze? Ah. Dann kann ich mich nicht bewegen. Oh. Ja, das ist das Kind. Das macht wie eine Katze. Inspection Room Key. Oh. Da ist ein Aufzug. Kann ich den... Okay, der ist wohl außer Betrieb. Alter Schwede. Ja, das kenne ich aus dem Film noch. Das Kind, das miaut ab und zu wie eine Katze. Der hat nämlich die Katze und das Kind ersoffen, glaube ich. Oh, dieses Geräusch. Ich gucke da jetzt nicht nochmal hin. Ist ja widerlich. Es war nämlich so, die Frau hat da, glaube ich, erhängt oder so. Auf jeden Fall hat er irgendwie den Hals gebrochen oder das Genick, deswegen macht die auch so komische Geräusche. Guck mal. Okay. Hallo? Kannst du dich ein bisschen schneller drehen? Danke. Ich hab doch nur noch... Okay, ich will da ein Platschen von Füßen. Ja. Und den Jungen hat er, glaube ich, ersoffen mit der Katze, wie gesagt. Oder hat er nur die Katze ersoffen? Ich kann mich gar nicht mehr so genau an den Film jetzt erinnern. Was ist da denn los? Oh, die Kinderhände. Scheiß Kind. Okay, da kann ich wohl nichts machen. Da muss ich schnell zum Inspection Room. Ich denke mal, das war der unten hier noch. So böse das Spiel. Jetzt schon. Das ist das erste Kapitel. Hallo, ich glaube, das könnte noch schlimmer werden, oder? Das Kind kommt bloß nicht wieder bei. Wenn die Alte kommt, dann wird es wieder übel, glaube ich. Jawohl. Ich weiß gar nicht, wie man es manchmal fokussieren muss auf die Türen und so weiter. Oh, bitte nix, bitte nix, bitte nix, bitte nix, bitte nix, bitte nix. Oh. Okay. Okay. Da liegt was. Eine Batterie. Das ist schön. Das ist schön. Warum habe ich eigentlich die ganzen Batteriesymbole da unten noch? Auch wenn die schon leer sind. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oh, was liegt denn da? Bin ich gar nicht dran, oder? Nee, muss ich außen rum. Warum konnte ich da nicht einfach rübergreifen? Wenn ich jetzt dahinter gehe, da kommt doch bestimmt wieder was. Ah! Ich erschreck doch so leicht. Ah! Was ist das? Eine Sicherung, oder? Power Switch. Achso, ein Stromschalter. Okay. Ach, der ist für den Aufzug, also für den Kasten und da komme ich wahrscheinlich an den Aufzug dann. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Oh, Leute. Warum schon wieder so eine Sequenz, wenn ich die blöde Tür hier von... Da bin ich ja schon mal durchgegangen. Oh, oh, oh. Oh Gott. Geh doch dran, Mensch. Hallo? Ah! Nein. Ruf mich doch nicht an. Ich komme heute nicht nach Hause, Oma. Was?
ist denn los? Habe ich in Panik geschoben oder was? Ach Mann, warum habe ich denn immer noch einen Schlüssel einstecken? Oder ist das symbolisch gemeint für den Schalter, den ich jetzt habe? Oh Leute, ich habe gerade Puls von über 100 definitiv. Ich höre schon in meinen Ohren so ein bisschen rauschen. Ich habe auch mal vorgehabt, vielleicht irgendwann, das Ding ist übrigens sehr teuer, muss ich vorher noch anmerken, mir irgendwann vielleicht mal so ein Teil zu holen. Yay. Mit dem ich dann meinen Puls irgendwie auf den Monitor übertragen kann. Weil wir nämlich... Weil es gibt schon ein, zwei Leute, die sagen, ich würde mich ja nur so fake erschrecken. Also wirklich jetzt. Ja, das gibt so Leute, die glauben das nicht. Und dann würde ich euch beweisen, dass ich hier ab und zu wirklich Puls von 100 noch was habe. In den Erschreckern zumindest. Oh. Ich kriege graue Haare. Aber wie gesagt, das Ding ist sauteuer. Ich glaube, das kostet 200, 250 Euro. Überlegt mal nur, dass ihr eine Zahl auf dem Monitor anzeigen könnt. Aber andererseits kann man das Ding dann auch zum Joggen benutzen. Was ist denn da eigentlich drin? Na, ich guck da nicht rein. Ja, das wäre vielleicht so eine Idee für die Zukunft, aber... Erstmal schauen, ich sag da jetzt gar nichts, also... Ich plane da nicht vor oder so. Oh, jetzt ist der Aufzug auf einmal schon auf, das ist schön. Ah! Nein! Nein! Ah! Nein! Ah! Nein! Ah! 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 Okay, okay, nach links, rechts, ah! Nein, 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 nein! Oh. Ups, was war das jetzt? Ich hab mich irgendwie... Ja. Ja, und so blöd wie ich bin, gehe ich natürlich wieder hin. Ich habe nämlich schon gemerkt, die muss mich nur einmal zu packen kriegen und ich bin tot. Ich habe schon ausprobiert mit dieser Tür, da habe ich nicht ganz geschnallt, was ich tun muss. Oh, oh, Ivy, hallo. Oh, aber Hund. Ah, das Geräusch. Bleib bloß bei mir. Ivy, bleib bloß hier. Leute. Nein. Nein! Ivy! Episode cleared. Was? Das war's schon? Alle, die eintreten, sind verdammt. Ein neuer Fluch hat sich entwickelt. Scare Level. Was? Sissy Level? Du besitzt ein Herz aus Eisen. Nichts erschreckt dich. Nichts berührt dich jemals. Dein kaltes, hartes, nicht fühlendes Herz wird niemals von denen um dich rum beeinflusst werden. Das verstehe ich jetzt nicht. Also gut, das heißt wahrscheinlich, ich habe keine Angst gehabt. Sissy Level? Okay, ich kapiere das nicht. Ich kapiere das nicht so ganz. Collected Items? Okay. Ah, jetzt kommt Abandoned Hospital, das verlassene Hospital. Gut, Leute, wie lange habe ich jetzt aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall hier eine Pause machen, die brauche ich auch. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder im verlassenen Hospital. Bis dann, Leute.